Hallo und herzlich willkommen bei den alten Herren. Wir sind wieder auf dem Airfield. Hallöchen. Und mein Inventar geht. Und ich Hey, kann rennen. hey. Es lag lustigerweise daran, meine ganzen Einstellungen, also die Hotkeys, wurden auf Arma 2 Standard zurückgesetzt aus irgendeinem Grund. Also das Inventar habe ich mit G aufgemacht. Rennen konnte ich nur mit Shift. Ganz, ganz merkwürdig. Aber jetzt habe ich es wieder auf Desert Standalone gestellt und es läuft alles. So, jetzt muss ich dich nur mal finden. Ich bin gerade am Futtern. Ich habe jetzt übrigens schon 3 Dosen Nudeln gegessen, 5 Dosen Thunfisch und ich bin jetzt grün-stuffed. Ah, ich habe ja noch 2 Dosen Sardinen. Kann ich auch noch futtern? Mal schauen, wie viel da reingeht. Wo noch steckst du denn auf dem Militärfeld? Ich bin am nördlichen Ende. Hinter der Mauer ist so ein kleiner Aussichtsturm. Da bin ich oben drauf und esse. Hinter der Mauer. Ich komme an den Rand. Du bist immer noch bei den ganzen Zelten, oder Ach, was? da bist du, jetzt sehe ich Ah, ich dich. sehe dich da hinten, ja. Um mich herum liegen bestimmt schon 10 Dosen. Oh, man sieht sie leider nicht. Wahnsinn, ey. Wie viel da reingeht. Ja, jeder andere Mensch hätte schon längst Bulimie davon bekommen. Okay, my stomach feels completely full, hat er jetzt gesagt. Aber ich esse trotzdem weiter. Jetzt ist Stuffed rot, okay. Sehr gut. Dann geht's mit Trinken weiter. Bist du das da Sorry. unten? Ja, ich komme jetzt zu dir. So, wie viel hast du jetzt gegessen? 3 Dosen Thunfisch, 3 Dosen Nudeln, 5 Dosen Thunfisch und jetzt 1,5 Dosen Sardinen. Alarm. Getrunken habe ich jetzt 3 Flaschen Wasser und jetzt nur 25% Kantin. Aber da habe ich noch keine Nachricht. Auch in 2 Dosen Cola. Und jetzt trinke ich noch mein Bier. Hoffentlich gibt es einen Gute Rasputin. Alkoholeffekt. Das fehlt mir noch. Nee, alles okay. So, jetzt brauche ich mehr Wasser. Könntest du in den Brunnen gehen? Ja, gut, dann muss ich erstmal wieder hier runter. Da müssen wir nur über das ganze Airfield. Ja, wir können mal gucken, ob es hier nicht auch irgendwo einen gibt. Was testen. Ich habe jetzt auch schon ganz viel gegessen. Ich habe wieder eine von diesen Nachrichten bekommen, von denen Onkel Bob erzählt. Es ist jetzt nochmal so mit diesen zwei Lebensmitteldosen, die ich gerade aufgemacht habe. Ich habe ja sonst noch genügend dabei für sonstige Fälle. Will mich ja davon auch überzeugen. Hau ruhig alles rein, was du hast. Ich werde es nur mit diesen zwei Dosen probieren. Wenn es dann nicht ist, dann ist es halt nicht. Und dann lasse ich es so, wie es ist. Ja, 2 Dosen sind auch nicht viel, ne? Ich habe vorhin schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, viel gegessen. Okay. Ungefähr die gleiche Menge, die du gerade genannt hast. Ah. You already using something? Bitte was? Ah, Lag ist was anderes. Brauchst du Muni für die M4? Ich habe ein Magazin mit 39 Schuss und Ich habe habe dir noch mal ein 20 leeres. Schuss auf den Boden gelegt. Kannst du Ah, mitnehmen? super. Oh, fantastisch. Danke. Jetzt brauche ich aber auch noch eine M4. Falsche Munition gegeben. Was für 7,62 mm ist das? Die musst du natürlich Steht erst in hier ein the Magazin 40 packen. round 5,56 mm C-Mag does not fit. Ach, das Magazin. Warte mal. 7,62 mm ist das. Machen wir es mal so. Was kommt denn in die A4, M4, rein? Ich glaube 5, noch was. Ach so. 5,56. Wofür ist das hier dann? Dann gib's mal wieder her. Vielleicht finde ich irgendeine Waffe dafür. Ich habe es gesplittet. Warte mal, kann ich es irgendwie zusammenfügen? Ja, dann gebe ich es dir so. Vielleicht das für die Moos hin. Okay. High-Powered Rifle Cartridge, okay. Naja, dann muss man halt eine Moos hinfinden. Okay, hier oben war immer der Händler, ne? Ich Da glaube, oben der war der sitzt nicht Händler. da.
Oh, meine Farben kommen wieder. Geil. Yay, Essen ist gut. Es sieht gut aus, das Spiel wieder in vollen Farben zu spielen. Also, Okay, wenn dann du, lass bilde uns ich mal. mir das ein oder ist es nicht mehr so grau wie vorher, aber ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ein wenig mehr Grün reingekommen. Lass uns doch mal zu den Hallen da hinten. In Ordnung. Jetzt jammert er, dass sein Bauch so voll ist. Oh Mann. Ja, hoffentlich fällst du jetzt kotzt auf den Boden. Aber wer kennt das nicht? Wer hat sich noch nicht einfach mal überfressen, einfach weil es gut geschmeckt hat? Man auch einfach Hunger hatte. Da muss er jetzt auch noch über die Wiese sprinten, der Arme. Also der größte Fehler, den man persönlich machen kann, wenn man großen Hunger hat, alles reinschlingen, anstatt langsam zu essen. Mir ging das mal so mit einer Tüte Haribo. Hatte auch einen anstrengenden Arbeitstag und wollte abends einfach nur meine Ruhe haben und brauchte einfach so ein bisschen Energie. Und da habe ich mir halt so eine Tüte Haribo geholt. Nach langer, langer Zeit wieder. Und ich hatte so einen Hunger drauf. Und ich habe die gegessen. Ich habe die schnell gegessen. Und danach war mir schlecht. Können wir Boah. vorstellen. Stiefel. Schaufel. Unser eigenes Grab ausschaufeln. Nee, noch nicht. Kann man hier rein? Nee, schau mal. Da ist ein Opfer und was in meine Axt läuft. Siehst du das? Wie der Ja. Schild auf meine Axt zuläuft. Oh. Boah, blitzschnell ist der auf deine Axt zugelaufen. Das ist ja Ja. unglaublich. Wahnsinn. Der Arme. Die Baracke hier ist neu. Ja, hier ist vieles neu. Das ist einmal dieses Militärlager da oben. In der Mod, in der Epoch-Mod habe ich mal versucht, mir hier eine kleine Basis aufzubauen. Hier hinten hat auch halbwegs geklappt. Dann irgendwann mit dem Flugzeug drauf gelandet ist. Wollen wir vielleicht auch mal zum anderen Airfield laufen? Nordost-Airfield? Ja, aber dann würde ich gerne trotzdem da hinten meine Wasserflaschen erstmal auffüllen. Und Ich dann trinke können mich an dem wir. Ding satt. Oh, jetzt habe ich sogar einen Healing-Text hier bei meinem Charakter. Ah. Überstufft. Schön. Ja, cool. Danke an Temu für diese Information. Ah, hier ist irgendwo ein Zombie. Ich habe doch gerade wieder einen gehört. Bin schon wieder rausgetappt, sorry. Sorry für den kurzen Anblick schwarz, ich bin schon wieder rausgetappt. Das passiert immer zu schnell, wenn man mit Alt sich umguckt und dann mit Tab ins Inventar gehen will. Ist mir auch schon passiert. Aber seltsam, dass die ganzen Hangars so leer waren. Ich denke, da war schon jemand. Kann auch sein, ja. Anderes Thema, der aktuelle Patch. Ja. Was sagst du dazu? Ich muss sagen, ich habe mir die Patch Notes noch gar nicht richtig durchgelesen. Ja, ich auch nicht, aber wir wissen ja, was gepatcht wurde. Es gibt eine Eisensäge. Warum zur Hölle? Er kotzt. Ah ja! Wollen wir gleich gucken, na, wo ist es gelandet? Es war ganz viel so Mundhauch, der rauskam, aber es war wohl Kotzen. Schön. Oh Gott. Also ich finde es gut. Also ich finde es schön, dass man aus einer normalen Schrotflinte dann mit einer passenden Säge eine abgesägte Schrotflinte machen kann. Finde ich interessant. Ich habe hier eine Spray-Can, die ist auch neu, aber die konnte ich leider noch nicht ausprobieren. Und die ist auch leer, sehe ich gerade. 0% remaining.
Hat, wie gesagt, etwas, also definitiv. Ja, es gibt auch neue Getränkearten, halt die Pupsi-Cola, die Pepsi meine ich, und die Nota-Cola. Genau. Natürlich alles halt... Rasputins Bier ist neu. Rasputins Bier, ja. Natürlich namensrechtlich darf man halt nicht die richtigen Begriffe benutzen. Find ich. Nein, würde ja niemand Coca-Cola und Pepsi sagen. Ups. Ich habe nichts gehört. Okay. Alles gut. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Bin ins nächste kleine Häuschen hier. Häuschen? Wo bist du denn? Bin jetzt hier den Weg hoch zum Brunnen gelaufen. Brunnen? Weg? Von dem Haus raus? Also. Oben bei den Bracken war doch ein Brunnen. Und da würde ich gerne meinen... Ich hatte jetzt aus dem Brunnen erstmal saufen. Warte, ich hab da Wasserreinigungstabletten gehabt. Ah ne, hab ich glaube schon alle gegessen. Natürlich nicht gegessen. Benutzt. Also ich finde es gut, dass die Getränkevielfalt gestiegen ist. Auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch, muss sagen, gut. Es ist auch Bier drin, warum soll es auch kein Bier geben? Ich weiß ja nicht, ob es Bier ist. Es sieht aber aus wie eine Dose Bier. Ja, selbst wenn, natürlich findet man in der Apokalypse bestimmt auch irgendwo mal nur eine alte Dose Bier, dann wird es halt natürlich getrunken. Warum auch nicht? Wenn ich mich an die Serie, hier hinten ist der Brunnen, genau. Wenn ich an die Serie Lost denke, hast du eigentlich schon zu Ende geguckt? Nee, meine letzte Folge muss ich noch gucken. Die letzte? Ja. Ah gut, dann kennst du ja schon. Ich meine, da trinkt dann ein Charakter von denen, aber was weiß ich, wie Jahre altes Bier, was eigentlich schon total schal geworden ist. Ja, ja. Was sie im Bus gefunden haben, ne? Genau. Drink Water! Ach, da bist du. Aber erstmal will ich... Waren wir hier schon drin? Will Bottle. Ja. Bottle. So, jetzt müsste ich es auch voll haben. Ist voll gut. Halt 5. So. Oh, wie? Ich bin wieder stuffed. Wie schaffe ich es? Gleich kotzt er wieder. Ah, so, alles klar. Zack, zack. Ich? Hey, Phil Bottle. Er kotzt wieder. Oh, sieht gut aus. Ach, jetzt ist wieder okay. Ist jetzt wieder drink cool. Water. Drink. Nein, nicht aus der Flasche, du Depp. Eigene Schuld, Gold wert. Gleich wieder nachfüllen. Kann ich etwas aus der Hand nehmen? Hier? Ah, so, okay. Ist was, zwei Flaschen für unterwegs reichen? Eine werfe ich weg. Wenn du eine leere Flasche brauchst, zu meinen Füßen liegt eine. Ich trinke gerade ganz viel Wasser aus diesem Brunnen. Ja, eben. Ich bin jetzt komplett voll und habe drei Flaschen jetzt gefüllt. Das sollte reichen. So lang können die Wege gar nicht sein. My stomach feels completely full. Mach weiter, bis das stufft, bis es orange wird und dann kotzt du und dann bist du fertig. Wie viel kann man trinken, bis man kotzt? Genau, trink bis du kotzt, wie so ein richtiger, wie so ein richtiges Supermodel. Ah, die essen bis sie kotzen, aber ne. Jetzt ist er orange. Stufft orange. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Kotzen, kotzen, kotzen. Wie bei Jackass, so viel Müllermilch trinken, bis du kotzt. Wir haben das mit Eierpunsch gemacht. Ach, mit Eierpunsch. Oh, I'm going to vomit. Ja, los, weiter, weiter. Keine falsche Scham jetzt. Na komm, du hast dich schon zweimal übergeben, dann übergehe ich mich auch. Na los, jetzt. Na hey, aus der Gasmaske, So, jetzt immer noch rot. Ja, ist okay, dann kotzt du vielleicht gleich nochmal. Soll ich noch weiter trinken? Nee, du bist fertig jetzt. Und jetzt kommt die Farben wieder? Ja, jetzt müsste da oben bald ein Healing stehen. Na gut. Nehmen wir deine leere Wasserflasche mit. Die liegt hier unten auf dem Boden.
Weiß ja nie, wie viel man nachher noch trinken muss. Genau. Ah. Ich gucke eben nochmal hier rein, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ich hätte schon gerne Munition für meine Pistole wenigstens. Was ist denn das jetzt schon wieder? Wie schaffe ich es, dass ich die Flasche, die ich aufgefüllt habe, aus meiner Hand rausbekomme? Musst du im Inventar bei Hands auf das rote X drücken. Ah, gut. Das erklärt es. Aber ich bekomme die jedes Mal wieder da rein. Muss eine andere reinziehen. Das erklärt es vielleicht auch. Bin immer noch mal bei diesem Gebäude hier. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Baracken? Ne, sind da keine Baracken. Die zweistöckige Baracke halt. Oh, jetzt trinke ich auch noch aus Alkohol. der. Alkoholtinktur zum Reinigen wahrscheinlich, desinfizieren. Oh, jetzt trinke ich schon wieder daraus, weil ich mich verdrückt habe. Es ist zum Heulen. So, Fill Bottle. So, die Flasche ist jetzt zu 100% voll. Gut. Zack. Ich habe richtig viel Schrotflintenmunition jetzt. Brauche nur eine Schrotflinte. So, und die zweite Flasche mit 100% voll. So, jetzt können wir, jetzt bin ich auch ausgerüstet. Okay. Weiß nicht, kommen jetzt wirklich langsam die Farben wieder? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Das muss auf jeden Fall rot sein, sagtest du. Ja, denn das wird dann wieder orange, wenn du kotzt. Grün meine ich. Das ist bei mir noch rot. Ja, das ist ja gut. Du wirst gleich geheilt, keine Sorge. So, ich bin hier jetzt übrigens, wo bin ich denn hier? Auf der Straße. Warte, ich komme auf die Straße. Welcher Straße bist du, um Gottes Willen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir vorher waren. Komm einfach mal auf die Straße, wo du die Hangars dann siehst. Da ist ein Zombie auf der Straße, wo ich die Hangars sehe. Hä? Wo? Ach, da bist du. Jetzt sehe ich dich. Bleib stehen, ich komme zu dir. Ja, lass uns hier eh mal ausloggen und die Episode beenden. Dann kann ich nämlich mal die Karte auf den zweiten Monitor machen. Jawohl. Ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit, ja. Geschafft. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn ihr euch dabei uns zuschauen musstet, wie wir pausenlos trinken, essen und brechen. Ist was Neues, ne? Ja. Also dann, Bis zum bis nächsten zum Mal. nächsten Ciao. Mal.